fahren. Ich verlaufe in Stefans Haus, was soll das? Liebe Freunde, willkommen zurück zu Minecraft gestrandet. Liebe Freunde. Oh. Was, ja. Wir haben Freunde? Nein, Hand aus der Hose. Gleichfalls. Ah, und Rex, ja. Creeper hat bei mir alles hochgehört. Ist natürlich blöd, weil ich gerade am Essen bin. Ich hoffe, das hört man in der Aufnahme nicht so schlimm. Hättest du nicht drauf hingewiesen, hätte es wahrscheinlich keiner gemerkt. Eigentlich schon. Halt, Maul. Dich, jetzt habe ich Hunger. Schon irgendwie. Nein, du machst nicht den Server aus. Was nicht? Luis? Was? Bist du eigentlich noch unten in dem Gang? Was für ein Gang? Nee. Was für ein Gang? Nee. Bist das gebraten? Alter, ich bin halt einfach erst etwas sagen und dann logisch denken. Das wäre mir jetzt nicht aufgefallen, Luis. Ja, ich weiß, dass ich hier wäre, ja, plan. Was, Nivea? Was hätten wir? Heckflügel. Heckflügel? Heckflügel? Nee. Seitenkasten. Heckflügel habe ich jetzt das ganze Rennen über nicht gesehen. Also ich meine, also einzeln. Okay. Boah, ich habe heute wieder Schumacher-Karriere aufgenommen. Jetzt habe ich wieder Bock auf das Bild. Nach den letzten zwei Rennen ist es mir etwas vergangen. Ich frag mich wieso. Das weiß ich auch nicht. Boah, ich bin. Wo ist jetzt dein Eingang, Stefan? Immer noch da oben? Nein, ich baue gerade ein bisschen um. Scheiße, jetzt stecke ich im. Fuck! Aber jetzt ich muss jetzt erstmal Stein holen, damit ich hier weitermachen kann. Da die Sache mit dem Holz ja richtig. In die Hose gegangen. In Flammenaufgang ist. Was soll das Interesse? Wie viele Punkte hat eigentlich Jordan bei uns? 98 jetzt. Was? Was? Punkte Jordan bei uns ist 98 an. Ich hab die noch nicht nach Monaco aktualisiert. Warte mal, du bist einmal Sechster geworden und Zwanger wartet. Was, wir sind schon weitergefahren? Ich verlaufe wie Stefans Haus, was soll das? Es sind 9 Punkte müssen. Also warte mal, jetzt guck ich mal. 92. Doch. Hi. Hier ist also jetzt ein Eingang, okay. Hä? Wieso hab ich bloß eine Tür? Habe ich die andere? Achso, die ist. Okay, ja, ich bin. Ja, okay. Ben Afka. Ja, etwas. Ach, naja. Die habe ich ja verbaut, ich Trottel. Okay, 92 ist schon noch knapp schlechter als ihr. Aha! Ja, müsst ihr mal so überlegen, auch, die war auch, vor euch. Auch wenn das Prädikat knapp in dem Fall ziemlich traurig ist. Und ja, ich glaube, aber wir haben mehr Punkte als Jordan 98. Das ist einfach rauszufinden. Chris? Ja, mehr Punkte als Jordan 98. Ja, in der echten 98er Saison. Also, das kann sein. Das ist, glaube ich, sogar selbst, aber die hatten, glaube ich, erst ab Ungarn. Daniel? Daniel? Ja, keine Ahnung, was gerade ist. Ich kann gerade nichts machen. Ich muss mal PC neu starten. Was hatten die eigentlich immer für PC-Probleme? Das ist doch der Wahnsinn. Es ist so safe, Trojaner. Oh. Du kannst nicht sehen, dass der so hat irgendwas auf dem Rechner, was nicht gut ist. Der sollte vielleicht einfach mal oder neu aufsetzen. Oder viel auf dem Rechner, was ist. Der sollte den komplett, also, komplett neu aufsetzen. Eine Datensicherung machen. Ja. Irgendwie traue ich ihm zu, dass der irgendwie so Toolbars hat. Ja, das denke ich mir aber auch ab und zu mal. Hey, Luis, kannst du mir hier gleich im Gang wieder helfen? Ja, kann. Also, so. Da war nicht drin geblieben. Welchen magst du denn jetzt? Ich meine jetzt allgemein, was ich jetzt gemacht habe. Ich hab's nämlich schon wieder vergessen da. Aber jetzt weiß ich. Ja, Luis ist wieder leicht verpeilt. Aber wo ist mein oder was? Wo ist mein Fleisch? Achso, das habe ich gerade schon. Habe ich das gerade schon gebraten? Ich merk schon, das ist ein bisschen wenig? Verpeilt. Warte, oder? Das wie lange haben wir Minecraft nicht aufgenommen, Luis? Eine Woche? Oh. Scheiße. Ich hab gedacht länger. Nee. Nein. Wir hatten allerdings auch nur Material für eine Woche. 1924. What the fuck? Das kam jetzt random. Mehr als das. Mit 66 Jahren. Was?
Ah ja, stimmt, heute ist der 11.9. Happy 9/11 an alle. Wow. Hallo, was? Für mich war der für mich war 9/11 schon immer ein Feiertag, finde ich. Ja, wird aber leider in Schatten gestellt durch Flugzeugboom, Auto kaputt. Hä, hey, das ist halt, was? Auto kaputt? Nein, nicht Auto, automatisch kaputt. Achso, ja, Auto kaputt, okay. Nein, aber Frontflügel. Ich glaube, in Amerika ist das halt wirklich ein Feiertag. Ja, ist glaube ich. Feiertag auch. Nicht, ist ein Gedenkenstag, aber ja, Feiertag. Ja, Feiertag. Ja. Hat denselben Effekt wie Feiertag, verdammt. Wir feiern das vor. Scheiße, wie lange ist jetzt her? 15 Jahre. Genau, 15 Jahre. Terroristen in World Trade Center. Nein, aber es hat einen selben Effekt wie ein Feiertag. Keine Schule, keiner muss zur Arbeit. Geil, Spieler. Also wie damals an dem Tag. Was? Da war jeder bei der Arbeit. Die Bedeutung liegt auf war. Naja, aber nicht sehr lange an dem Tag. Das ist das Problem. Zumindest nicht in den beiden Türmen. Ja, naja, bis auf die in der Rezeption. Oh, bin wieder da. Haben die in der Rezeption überlebt? Ach so, stimmt, die sind ja... Ey, die sind ja ganz... Ja, ich wollte gerade sagen, wenn die nicht überlebt haben, dann würde es mich wundern. Es hat ja, glaube ich, auch einer im Aufzug überlebt. Ja. Kommt aber auch drauf an, wo der Aufzug ist. Hm. Genau, also im 15. Stock oder im 50. Stock wahrscheinlich eher nicht. Nee, ich meine, er war wohl im... Während das Ding eingestürzt ist, Achso, ja, das kann natürlich sein. Das erinnert mich dann irgendwann an Indiana Jones, wo er da diesen Atomgebiet in den Kühlschrank versteckt hat. Weiß auch nicht wieso, aber es ist dasselbe Prinzip. Naja, gut. Nein, das ganze System geht nicht mehr auf! Doch, hä? Moment. Warum ist hier ein Dreierabstand da und nur noch ein 2? Moment. Guck mal, keine Spitzhacke mehr. So, jetzt passt wieder. So, jetzt nervt mich der hier nicht mehr ganz so. Vielleicht. Oh fuck, ey, jetzt musst du noch die Kühe in das neue Gehege fliegen. Stell ich das an. Jetzt hab ich gerade verstanden, die müssen fliegen. Wäre wahrscheinlich einfacher. Die Fliege. Apropos sie fliegen, später sie fliegen. Hä? Du meinst den Port, was? Sie schieben, was? Ja. Nein. Das ist sie schieben, nicht sie fliegen. Ja, Louis, du musst gleich ins Bett. Alter, ich hab halt Schule morgen, Mann. Ja, ich hab halt auch Schule, juckt's mich? Nein! Ja, und bist du in dem Schuljahr, wo es um alles oder nichts geht? Ja. Die nächsten zwei Schuljahre, ich hab nur noch zwei Schuljahre und die nächsten zwei zählen alle fürs Abitur. Jeder einzelne Punkt, den ich, wie nennt man das? Erlerne. Ist mir doch egal, was wenigstens schon eine Abschluss. Das wird mir stinken, Luis. Ich hab auch schon einen Abschluss. Ich hab auch schon einen Abschuss. Einen Abschuss, den haben wir alle. Nee, wir haben einen Schuss, das ist wieder was anderes. So. Ein Mu-Baby hab ich jetzt schon mal im neuen Gehege. Ein Mu-Baby? Ich höre hier eine Spinne, aber ich sehe sie nicht. Ich glaube, ich spinne. Ja, das glaube ich auch. Ah, ich habe schon mal hier die Kuh aus meinem Boot. Oh. Alter, die ist halt die Schaf und die Kuh sind halt immer noch da drin. Ich habe eine Kuh auf dem Boot. Am Döner. Jeder aus dem Boot raus, Mann. Ich habe eine Kuh in meinem Boot. Ich mache einen Döner. Weiß ich nicht. Irgendwie ist mir danach der Text ausgegangen, ich musste improvisieren. Hat er sehr gut funktioniert. Naja, also aus einer Kuh kann man Fleisch gewinnen und Fleisch ist in dem Döner drin. Also so verkehrt war es gar nicht, wenn man das mal so betrachtet. Aber nur wenn man es so betrachtet. Das ist das Problem. Nein, Kleister! Kleister!
Hauptsache, ich nehme mein halbes Haus wieder auseinander und versuche irgendwas designtechnisch zu ändern. Das heißt, du reißt es nochmal komplett ab und baust es neu auf, oder was? Ja, aber diesmal bitte mit Holz. Nein, nicht mit Holz. Holz sieht aber schöner aus, Stefan. Ja, vor allem wenn's brennt, gell? Natürlich, das gibt dem Ganzen einen leuchtenden Effekt. Ja, brauchst keine Fackel mehr. Ja, dann brauche ich keine Fackel mehr. Das gibt dem Ganzen einen lichtspendenden Effekt, Stefan. Ja, natürlich. Aua. Hm, brauchst du keine Straßenlaternen mehr. Spender. Dann habe ich einen eigenen Lichtspender und brauche keine Fackel mehr. Genau. Ja, da wo es bei Michel halt gebrannt hat, die brauchen auch keinen eigenen Lichtspender mehr, die haben auch genügend Licht. Ja, ich wüsste halt gerne, wo es gebrannt hat hier eben. Mit ihrem Kopf. In deiner Küche. Davon wüsste ich, aber das hätte ich nicht gemacht. Deine Mutter hat mal wieder das Wasser anbrennen lassen. Nein, meine Mutter hat einfach gekocht. Ah, Scheiße! Hey, doch, Wasser anbrennen lassen. Warte mal, Wasser anbrennen lassen? Jetzt Wasser kann wirklich jetzt brennen, so ist nicht. Ja, gut. Ja. Ich würde brennendes Fett niemals mit Wasser löschen. Das ist tatsächlich eine der dümmsten Ideen, die man haben kann. Ja. In der also, ich würde es ja Michel zutrauen. Ich würde Stefan zutrauen. Und wer traust Chris zu? Immer, ich weiß es doch, ich hab's doch gerade vorgeschlagen. Scheiße, da war was. Chris traut sich selber zu. Also ich trau's mir selber zu. Ich trau's mir wirklich selber zu. Wenn ich verschlafen bin oder sowas. Also immer. Das solltest du beim Schlafen. Chris, du weißt, dass ich ja gut gerne mal bis 14 Uhr pennen kann oder länger. Ach, wirklich? Und was hat es jetzt mit? Woher soll ich das wissen? Ich bin erst ab 14 Uhr im WhatsApp verfügbar. Das geht ja genauso. Oh, Scheiße! Voll falsch baut. Nein! Ab 14 Uhr bin ich schon wieder müde. Selber schuld, weil du dann so früh aufstehst. Oh, fuck. Heute wird's wieder eine lange Nacht. Wieso? Wegen WWE oder was? Ja, WWE. Backlash ist heute. Was, heute ist Backlash? Ja, ab heute ist Backlash. Und in zwei Wochen ist dann Clash of the Champions. Verdammt! Toll. Ich glaube, ich bin morgen klinisch tot. Das bist du immer. Nur morgen erst recht. Du guckst es ja nicht unbedingt an, aber ich guck's mir safe an. Ja, das weiß ich. Der Arbeitsgrund, warum Stefan morgen nicht der Arbeit kommt. Ich bin klinisch tot. Da ich morgen nicht arbeiten muss, werde ich auch nicht zur Arbeit gehen. Achso. Ja, wusste ich das, meine Fresse. Sowas musst du wissen. Stefan, was für Abwechslung, gehst du mal wieder in die Schule? Was will ich denn da? Genau das. Hand aus der Hose. Weiter Ausbildung zum Busfahrer. Da wäre ja wahnsinnig. Warte mal, wie viel Stein brauche ich noch? Er hat auch keine C-Fix? Eins. Ich suche Cobblestone und hab keinen mehr. Ich hab richtig viele. Ich auch. Kannst du mir mal einen bringen oder brauchst du einen selber? Einen. Ja, kommt drauf an, wir sind hier gerade am Gang mit Pflastersteinen. Ja, das bräuchten wir, glaube ich, noch. Aber ein bisschen im Stack kannst du überhaupt haben. Apropos, Johannes, wo bist du? Ich bin gerade bei meiner Wasserkuppel, weil du nicht gekommen bist eben. Und da war mein Grundstück! Aua! Ja, ich komme sofort. Aber ich wollte doch wer nur. Wer hat hier die Cobblestone-Scheiße gebaut? Hä, welche Cobblestone-Scheiße? Aber die kannst du mir mal gerade. Aua! Das war ich nicht. Louis? Was? Warst du das gerade? Ja. Es waren drei. Ich hab einen Pfeil ins Knie bekommen. Achso, ich wollte eigentlich Stein haben. Ich will nicht noch mehr Stein fahren. Ich glaube, er hat auch so einen wunderschönen Keller. Ich weiß, da war ich gerade schon vorne auf. LOL. Aber Daniel, wie lange hast du diesen Ton? Wie lange sagst du hast diesen Ton? Hat das beendet, ne? Chris, ich hab grad festgestellt, ich hab ein Problem. Was ist da runtergeflogen? Mein Weg läuft direkt über den Eingang zu meinem. Ach, das ist Louis, der da runter. Dein was? Weg? Der Ding war hier ungefähr. Alter, wie dein Kopf. Ja. Ich kenn's dann aussehen, ne? Wie es bei euch leckt? Ah, gefunden. Hä? Was leck? Hi, Johannes. Hi! Au! Au! Willst du hier mit Shader oder ohne? Ich bin jetzt sorry, ohne. Da.
Wenn ich dir auch. Meine Fresse, oh, ich muss noch. Warum hast du auch kein Leben? Ja, gell? Warum müsst ihr auch immer die Leute schlagen, ey? Das geht ich so wollte dich nicht schlagen, ich wollte ja, die Erde abholen. Warum rennt ihr dann nur mit einem halben Herz rum? Weil ich zuerst einen Herz in Minecraft rum. Daniel, ich wollte dich nicht schlagen, ich wollte gerade eigentlich die Erde hier wegmachen, dass wir hier wieder hochkommen. Was hast du denn für alles kommt, Johannes? Hä? Eigentlich alles, was da gelegen ist. Ja, ich weiß aber nicht, was da alles gelegen ist. Ich hatte gar nicht verstanden, nicht. Der Boden fehlt. Volle Eisenrüstung, ja, Leute. Dirsch. Gut, die habe ich nicht aufgesammelt. Das liegt alles nur da. Ja, sonst einzige, was ich habe, ist ein bisschen Sand, Holz. Das wäre ich da fast reingedingst. Hast du Eisen dabei gehabt? Ja. Also, ja. Gut, dann gehört das wahrscheinlich auch zu dir. Warte, ich. Das war mal. Aua! Sag mal, Louis, lass doch meinen Weg da oben ganz. Da, du brauchtest doch Dingens da hinter dir. Hä? Jetzt muss ich aber warten, bis Daniel hier ist und sein Zeug holt. Ah, da ist er. Warte nicht. Louis, hast du von Daniel irgendwas eingesammelt? Nein, ich hab gar nichts eingesammelt. Okay. Oh, scheiße. So, jetzt will ich das hier endlich mal wegmachen. So, danke. Okay.